Lampe. Grüß Gott. Ich will mein Food-Tagebuch machen. Ich schaue ein bisschen zerzaust aus. Ich weiß, ich habe nämlich Trockenshampoo reingemacht und irgendwie, glaube ich, war das ein bisschen zu viel. So, ich fange auch gleich mal an, damit das Video nicht so lang wird, weil es sind ganz schön viele Sachen, die ich im August und September gefuttert habe. Also allererstes können Sie sehen, ein Müsli mit Himbeeren und Brombeeren, das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Das war Anfang August eher so der Fall, weil ich da auch, glaube ich, Urlaub in der Zeit gehabt habe. Kann das sein? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber das habe ich halt meistens zu der Zeit gegessen. Mich vermisse es auch, sage ich euch ganz ehrlich. Also mir geht es auch sehr, sehr ab. Dann habe ich einmal Frühstück ans Bett bekommen von Jan. Da war ein Donut dabei, Brote dabei. Das war mir auch viel zu viel. Das war mir wirklich viel zu viel, aber naja. Aber es war ja lieb gemeint, oder? Es war ja auch Kaffee auch dabei. Dann war ich einmal mit den Mädels weg, mit der Kathi und mit der Amy. Und da haben wir Cocktails getrunken und haben halt die ganze Zeit geredet. Ist auch schon sehr lange her. Dann steht hier Maggie. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da bei Maggie war. Ich glaube aber mit der Min, weil meistens, wenn die Min dabei ist, esse ich Wabs. Und dann habe ich hier eine Pizza. Das war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall eine Pizza. Das ist schon so lange her, da kann man sich nicht alles merken. Dann habe ich einen Kuchen. Also in letzter Zeit bin ich sowieso so eine Kuchenverrückte. Fragt mich nicht warum. Und dann habe ich noch ein Cordon Bleu. Wir sind schon bei September. Im September hat meine Cheesecake-Phase angefangen. Ich esse in letzter Zeit so gerne Käsekuchen, nur leider gibt es den nicht mehr beim Billa. Keine Ahnung wieso. Aber den habe ich sehr, sehr gern gegessen. Und meistens habe ich mir immer die doppelte Box genommen, wo zwei Stück drin waren. Dann habe ich Brot und Mozzarella. Fragt's mich nicht. Das ist so unlogisch, das Video, oder wenn ich nicht mal weiß, was ich herzeige. Egal, wir sagen, tun jetzt mal so, als würde ich jetzt noch auswendig wissen, was ich herzeige. Dann war ich noch beim Mackie. Ewig typisch, da war ich aber mit der Mina auf der Maria-Hilfer-Straße, das weiß ich noch. Weil wir sich danach nämlich von Dunkin' Donuts noch Donuts geholt haben. Das waren die ersten nach Langen. Ja, das waren die ersten nach Langen. Und wir waren dann danach auch Kaffee trinken, da habe ich mir bei McCafé ein Karamell-Latte Macchiato genommen. Und der war echt gut, das ist der erste seit Langen, der mal gut war. Dann habt ihr hier einen Schokokuchen, den habe ich von einer Kundin bekommen. Man kann nicht mehr sagen Kundin, weil wir haben auch jetzt auch schon Nummern austauschen und so. Also die Schenke bringt mir immer Kuchen, bringt mir immer Nervennahrung. So, dann habe ich mir beim Billa, weil es mir einen Cheesecake nicht gegeben hat, eine Tiramisu-Schnitte gekauft. Die fand ich aber nicht so gut. Da habe ich die zweite. Oh, meine Haare gehen mir so am Arsch, Leute. Sorry, wenn ich in den Haaren rumfummel, aber die nerven mich. Also die erste habe ich gegessen, aber die, ich fand die nicht so gut, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich die zweite dann meiner Mom gegeben, weil sie gesagt hat, sie würde die auch gerne haben wollen. Dann waren meine Arbeitskollegin und ich auf einer Biotherm-Schulung und da gab es so kleine Häppchen. Und da gab es ein Brot mit so Curry-Ding drin, das war am geilsten. Das war wirklich am geilsten. Dann habe ich hier noch einen Kuchen, den habe ich schon zum zweiten Mal bekommen von ihr. Den mag ich auch gerne, den Kuchen. Also wenn sie den mir bringt, sterbe ich immer halbwegs. Dann gibt es beim Billa jetzt so aktuell so kleine Bärenkuchen. Könnt ihr das Foto sehen? Die habe ich früher mal als Kind so gern gegessen. Also habe ich sie im ersten nostalgischen Gründen natürlich kaufen müssen. Ist dann natürlich logisch. Dann habe ich Nudeln mit Sugo und einen Salat mit in die Arbeit genommen. Wenn ihr solche Plastiktassen seht, habe ich das meistens in der Arbeit gegessen. Dann war ja der Kirtag, wo ich zweimal hintereinander war. Da habe ich einmal Pommes gefuttert, könnt ihr sehen. Einmal natürlich, beziehungsweise zweimal Baumkuchen, weil Baumkuchen ist meins, auf Baumkuchen stehe ich. Nur die Schlange war immer bis weit nach hinten und die Frau war diesmal dort so unfreundlich, die Baumkuchen macht. Also, ja, begeistert war ich nicht. Dann habe ich das erste Mal ein Langosch ausprobiert, wo Käse drauf war. Könnt ihr jetzt sehen. Also das war aber wirklich, es schaut voll ekelhaft aus. Also wie ich das erste Mal gesehen habe, weil mein Freund hat das schon öfter gegessen, habe ich mir gedacht, ne. Aber es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt wirklich gut. Dann haben wir von der Arbeit Brötchen bekommen. Da habe ich so viele gegessen. Ich verstecke mich hier schon. Da habe ich wirklich viele gegessen. Aber die waren sowas von lecker. Besonders das mit, ihr könnt es nur auf dem großen Bild sehen, da gab es eins mit Lachs. Das fand ich auch gut. Ich habe danach nur gestunken, aber was soll's.
dann hat meine Freundin Amy mich überredet, das erste Mal mit mir zum Le Burger zu gehen, weil sie liebt Le Burger. Sie geht fast nur noch dorthin. Und ja, da habt ihr den Burger. Ich finde das richtig, richtig gut, das Essen dort. Also mir hat es echt geschmeckt. Ich habe auch schon in Jahren mit hingeschleppt. Also ich fand es echt gut. Mir hat es wirklich sehr geschmeckt. Und ich fand die Cola-Gläser so lustig, weil ich habe mich da gefühlt wie bei Pretty Little Liars. So haben sie auch das die Getränke immer drinnen in den Gläsern. Dann habe ich hier noch einen Apfelstrudel, den hat meine Mom gemacht. Kriege ich wieder Bock drauf, wenn ich das sehe. Muss ich sie voll jammern. Und das letzte ist Salat mit Hühnernuggets. Das habe ich mir mal gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich in die Arbeit mitnehmen soll. Also war das die letzte Möglichkeit, was mir eingefallen ist, leider. Aber es war okay. Es hat gut geschmeckt. Ich habe halt die Nuggets extra noch gewärmt und dann den Salat angemacht mit so einem Dressing, was ich immer verwende, und dann die Nuggets reingeben. War echt gut. Also man konnte sich nicht beschweren. Ich fand es wirklich gut. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es ist heute nicht zu hell, weil die Sonne scheint heute sehr, sehr extrem heute mein Zimmer. Also hoffe ich, dass es nicht zu beleuchtet ist. Aber ich finde das irgendwie schöner, wenn so die Sonne reinscheint. Aber das wird jetzt im Winter nicht mehr so oft vorkommen. Und Herbst, Winter. Ihr wisst, was ich meine. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, ich habe das so schnell runtergerattert, aber ich muss dann Nägel machen gehen. Da muss ich noch zu meinem Opa. Ihr wisst ja den Stress. Ihr habt ja das vor kurzem erst gehört. Und ich will noch ein Video für euch drehen, also versuche ich das ein bisschen schnell zu machen. Sorry, wenn es zu schnell ist. Aber ich hoffe, euch hat das Food-Tagebuch trotzdem gefallen. Das nächste wird jetzt eine Weile brauchen, weil ich sammle jetzt für Oktober, November und Dezember. Weil ich manchmal vergesse, was zu fotografieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann sammle ich für die letzten 3 Monate. Ich hoffe, das ist okay. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es sonst machen soll. Und wir sehen sich im nächsten Video, bevor ich noch irgendwie was daher laber. Bis dann, bye!